Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in Sanctuary Hills und machen uns jetzt auch gleich auf den Weg. Oh, wartet mal kurz. Ein bisschen... Ach so, warte, schlafen wollte ich noch schnell. Hui hui. Schlafen wollte ich noch schnell. Ich hoffe, das gilt auch. Rein in unser trautes Heim. Nur eine Stunde, weil ich doch ein bisschen angeschlagen bin. Oh, boah, und ich schwör's mal aufstehen. Jawohl. Und somit porten wir uns auch schon wieder zurück zu diesen Wasserwerken da. Als Aufbereitungsgeschichtel. Also, hutriwusch, nichts wie hin dort. Wir werden auch gleich den Dungeon betreten. Also reintreten in die Tür. Damit wir in den Dungeon kommen. Und schauen mal, was uns da drin eigentlich so erwartet. Wahrscheinlich ein paar Viecher. Ja, servus. Und ja, damit müssen wir eben leben. So, langsam. Nein, das Wasser trinken wir nicht. Wir sind Besseres gewohnt. Basta, ist nichts, keine Gefahr. Da drin haben wir köstlichen Fischeintopf oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also rein in den Dungeon. Jo. Denn wir müssen hier das Wasser wieder aufbereiten, damit die Cotsworth Landwirtschaftstruppe da drüben ihre Gärtnerei mit Wasser versorgen können. So, was haben wir hier? Kaputte Lampe. Schmutziges Wasser, ich bin glücklich. Wir können das wieder doch nur eine Verbindung für das Zeug geben würde. Habe ich köstliche Gemüsesuppe nach Omas Art. Weißt, wie geil die schmeckt? Ich liebe sie. Boah, ich liebe sie. Boah. Kling. Super. Läutest einfach mal, ne? Da auch. Kommt jemand, ein Gegner vielleicht? Nein. Zigarettenschachteln gibt es hier. Da ist nix. Nope. Dann würde ich sagen, langsam. Da gibt es sicher wieder irgendwo grausliche Fallen für mich, die mir das Leben kosten könnten. Schrägstrich werden. Noch mehr schmutziges Wasser. Oh, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Lalala. Hast du dich je gefragt? Ach, hm? Je. Entschuldige. Ganz schön still hier drin. Ja. Einen Becher. Hier sind noch keine Fallen. Können wir hier durchschauen? Ist irgendwo ein Feind? Schaut nicht so aus. Boah, ne? Also, der Schrank geht ja mal ganz leise auf. So wie im Film, ne? So richtig schön leise. Dass uns ja kein Bösewicht auf die Schliche kommen könnte. So, dann machen wir hier, ne? Kundendienstbereich. Terminal. Jawohl. Willkommen bei Western Waterlink. Kundendienstbereich. Memo. Western Medienveranstaltung. Medienveranstaltung, so. An alle Mitarbeiter von Medienveranstaltung Western Wellness, 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. Nationalfeiertag, ne? Da hat meine Mama Geburtstag, also ich habe dafür echt keine Zeit. Wirklich nicht. Meine Mama hat da sicher hundertprozentig Vorrang. Tut mir leid. Ich lese nicht weiter. Nein, Spaß. Also, zur Erinnerung. Am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich, zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Western-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Westenwasser gemäß unseres Wahlspruchs »So schmeckt Perfektion« an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten. Super. Um die verloren gegangene Produktivität wieder wettzumachen. Soul. Super, da kommt Freude auf, ne? Genau am Mittwoch, du Arschgeige. Am Mittwoch, ne? Alter, da kommt
Da kommt das Buch, das ich schon so lange bestellt habe. Ich habe keine Zeit für den Schmarrn. Büromaterial, Bestellung. Karte aktualisiert, aha. Willkommen bei Western Waterlink. Kundendienstbereich. Büromaterialbestellung Woche vom 17.10. Eine Schachtel Western Wellness Briefpapier. Drei Kartons, je, also 60 Stück. Werbekugelschreiber mit Western Logo. Wie bei der Bank, ne? Wenn das Sparen ist, ne? Das ist das Große. Zwei Schachteln Visitenkarten. Mr. Anderson. Aronson. Entschuldigung, nicht Anderson. Aronson. Mr. Marks. 175 Liter Nude Island Trinkwasser, eine Kiste, 400 Stück Western Wasserkartons, leer. Ja, schön. Jetzt sind wir wieder schlauer. So, was haben wir da noch? Nix, nix. Was da? Da? Nein, nix. Aus. Ende, fertig. Tschüss. Gut, dann schleichen wir uns wortwörtlich. Ich schleich mal dahin. Piper schleicht auch. Was haben wir da? Red Away. Psycho. Dann hier. Schutzhelm. Was noch? Oh. Brille mit schwarzem Gestell. Eine Superman-Brille. Ja. Dann machen wir einen auf Clark Kent. Und fliegen durch die Gegend. Mhm. Oh ja. So. Dann werden wir Lois Lane retten gehen. Und dann ist es Zeit, dass ich meine Tabletten bekomme. Ja. So, was haben wir da? Einen Hut, glaube ich. Einen Filzhut. Jawohl. Red X. Gerollter Boston Bagel. Dann hier. Inspektor Outfit. Oh, so wie Inspektor Gadget. Ein Löscher. Was haben wir da? Schmutziger hellbrauner Anzug. Haben die alle keine Waschmaschine? Also jetzt ist man da so weit in der Zukunft und da gibt es keine Waschmaschinen, die funktionieren. Das ist das Erste, was sauber geht, was funktionieren muss. Jawohl. Noch vor allem anderen. Saubere Wäsche ist das A und O. Das war auch mal ein schönes Klo, ne? Aber immerhin Metalleimer und das Steambag Redaway. Die Geschichten. Da hinten ist auch noch Wachs. Wachs, genau. Da hinten ist auch noch was, nämlich Putzmittel. Nuka-Cola-Flasche. Zwei Stück. Supi. Super. Super, super. Passt, dann sind wir da auch fertig. Piper Rückenstück rüber. Danke. Hier liegt nichts, ne? Da irgendwas? Nope. Dann würde ich sagen, speichern. Speichern. Ja. Da. So. Fein. Ah, da haben wir wieder einen Lifteline. Na toll, da geht's rauf. Was haben wir da? Verbessert. Ah, das müsste... Oh. Ja, supi. 40 H-Klammern übrigens haben wir auch. Schön, Schraubenzieher. Terpentin, Superkleber, einen Besen, einen Löscher, einen Ordner, Messzylinder, großes Becherglas. Dann haben wir da Steambag, Klebeband, Silbertafellöffel, Kombi, Schrauben, Schließel. Jawohl. Dann da hinten haben wir da, mach zu. Ja, Aluminiumkanister. Ich hab's gewusst, ich hab's gerochen, dass der da liegt. Ja, ja. So, da haben wir nix. Nope. Dann gehen wir noch da ruf. Hoffen mal, dass Lass das kein... wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ja. Brauchst eigentlich momentan nicht unbedingt, weil wir haben nichts geschrieben. Schau mal, wo das... Aufs Dach. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber da wir so einen Forscherdrang in uns haben, gehen wir mal nachschauen. Wahrscheinlich kommen jetzt 25 Supermutanten. Was tut er bitte so komisch gerade? Ah, ist das nochmal das Skelett da unten? Das herumrand, das da randaliert wie kein zweiter? Was?
Die macht mich fertig. Ich sag's euch, die Alte da, die macht mich fertig. So. Okay, da ist niemand. Da ist auch keine Falle. Noch. Was haben wir da? Da können wir... ein Tresor, der ist sicher wieder Experte. Natürlich ist der Experte. Geländeterminal. Einsteiger. Zum Entsperren. Ein Passwort ist erforderlich. Jawohl, da lassen wir den mal fertig suchen. Ja, ja. Was könnte es denn sein? Nein. 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 Oh, verdammt. Muss ich wieder warten? Ach, Käse. Scheißendreck. Skalpell. Aschenbecher, Kaffeetasse, Tischventilator. Sieh an, ein echter Klassiker. Was? Was hast du denn gefunden? Wo bist du denn? Gib her. Was für ein Klassiker? Eine Zeitschrift nehme ich gern. Schachbrett. So, probieren wir es nochmal. Ah, ja. Was könnte es denn sein? Nein. 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 Verflucht. Ich rate doch nur. Da gibt es sicher einen Schmäh. Fü. La la la. Gott, das ist so schlecht. Ist es auch. Aber jetzt. Hoffentlich. So ein Dreck. Na komm. Ach komm. Was? Na also. Ja, bitte. Es geht doch. Also, Memo, Westen, Medienveranstaltung. Ist nochmal dasselbe. 16. Ja, das ist nochmal dasselbe. Dann Safe-Steuerung. Status des Schließmechanismus verschlossen. Safe deaktivieren. Autoram wird deaktiviert. Passt. Müsste passen. War, oder? Hat da noch was gefehlt? Unverschlossen. Das heißt, der ist offen, ne? Was haben wir da noch hier? Scheinwerfersteuerung. Ja. Einheit verbunden. 1. Bitte auswählen. Licht ausschalten. Systemdiagnose. Was ist denn da? Ein Scheinwerfer verknüpft. Knoten, Dings und so. Scheinwerfer online. Keine Eindringlinge entdeckt. Sehr schön. Bitte den Scheinwerfer ausschalten. Wird heruntergefahren. Passt. Und tschüss. Na, das war einmal zu viel. So, jetzt muss der aufgehen. Jawohl. Splittermine. War cool. Super geschafft. Das heißt, wir können von da eigentlich wieder uns verschüssen. Wo geht's denn da lang? Irgendwas Wichtiges? Nö. Nichts Wichtiges. Alter, Viper? Was hat denn die gerade gestochen? Wahrscheinlich eine Wespe oder so. Voll komisch gerade. Okay, da ist auch nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein. Alter, die Viper, ne? Das ist mir schon eine. Wie von der Tarantel gestochen. Wie schaut es inventarmäßig aus? Oh, da haben wir schon einen Platz. Null Problemo. Da ist die Pippa da. Pippa! Ich hoffe, sie kommt nach. Da ist sie. So. Dann würde ich sagen, geht's da weiter. Also mit dem Lift. Nehmen wir gleich mal zu rufen.
Tür öffnen. Ich weiß nicht, was so gut ist. Eine Luke zu öffnen. So, und speichern. Dann schauen wir mal nach. Was gibt's denn hier? Im Angebot. Einen Metalleimer. Fängt schon mal super an. Vorsicht. Wir sind hier nicht allein, du. Hui! Wupp, Stufe aufgestiegen. Super. Hey, ich habe nicht mal Schaden bekommen, glaube ich. Nice. So, und jetzt? Kommt jemand oder was? Moment. Bevor ich hier weitermache, tun wir mal Glubschen. So, dann auf T. Drum. Darf ich, was, erst mit Level 18 darf ich hier das nächste? Alter, wie boshaft. Ich finde das gerade echt schier. Ja, ich finde das schier. Was ist das gemein? Taschendiebstahl ist besser. Ist das gemein? Dann werde ich eben einfach so das Wahrnehmungstraining machen, denke ich mal. War mehr Waffenpräzision. Oder ich behalte es auf. Lalalala. Boah, das ist jetzt echt gemein. Gibt es hier... Mal so nebenbei. Rang 1 für meine Rüstungen. Achso, schützt dich vor den Gefahren des Rüstmeister. So, noch einmal. Also Rüstmeister. Schützt dich vor den Gefahren des Ödlands mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Rüstungen. Was, echt? Das wäre aber auch nicht schlecht. Schmied, wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Das wäre aber auch schön. Groß und schwer. Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Das sind jetzt Nahkampfgeschichten, ne? Was haben wir da? Starkrücken. Du bist ja ein halber Backesel. Du hältst 25 Tragekapazität dazu. Erfordert aber Stärke 6. Ne? Ruhige Hand. Immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Abfeuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Brauche ich auch mehr Stärke? Jetzt wird's persönlich. Schläge mit Schusswaffen verursachen 25% mehr Schaden. Festgewachsen. Aha, wie ein Baum. Ab durch die Mitte. Jo. Was tun? Was tun? Das ist halt die Frage. Das mit der Rüstung wäre mir ehrlich gesagt echt lieb. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier. Standard und Rang 1 Mods für Rüstungen. Ganz ehrlich, hätte ich schon gern. Werde ich auch machen. Ich bin stur, ich mach das. Da könnte ich auch schon Stufe 2 wahrscheinlich machen. Schauen wir einfach mal. Könnte man theoretisch nachschauen, oder? Okay. So. Nicht wirklich, ja. Ist gut. Ah, automatisch gespeichert. Ich speichere trotzdem für mich selber. So. Perfekt. Und dann gehen wir schon weiter. Versteckzimmer. Boah, ich muss schauen. Falle. Mädel. Du bist immer so flott unterwegs. Das geht so nicht. Terminalgrafikkarte. Ganz wichtig. Auf die haben wir schon ganz lang gewartet. Die brauchen wir bestimmt. Schmutziger Aschenbecher. Bildschirmrahmen. Genau. Bilderrahmen. Was haben wir da? Knopf. Okay.
habe keine Ahnung, ob das gescheit war. So. Was? Ach. Alter Piper. Wo ist der zweite? Da unten irgendwo. Ist jetzt eine Route da? Ja! Geht ja. Phew. Gebäudeverwaltungsterminal. Ich denke, das hätte ich zuerst nutzen sollen. Vielleicht hätte ich können die Dinger ausschalten. Ha. Ja, Büro für Gebäudeverwaltung. Mr. Theodore Marks. Memo. Achso, die Veranstaltung machen wir jetzt nicht. Die haben wir eh schon durchgelesen. Gebäudeverwaltung Aufzeichnung. Bitte eine Protokolldatei zum Anzeigen auswählen. Der 18.10. Abdichtung des Geschützverteidigungssystems abgeschlossen. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus. Die neuen Sensoren sollten dafür sorgen, dass sie sich abschalten, falls der Laden mal wieder überflutet wird. Ich bin schon froh, wenn sie nicht wieder alle 2 Wochen einen Kurzschluss haben. Was haben wir dann noch? Der 19.10. Nun, sie funktionieren. Emmys hat den Sedimentierungstank gesäubert und wieder vergessen, das Ansaugventil zu schließen. Riesenüberschwemmung. Geschütz 4 ist verschwunden, bevor es Schaden nehmen konnte, und ist sofort wieder aufgetaucht, nachdem sie das Ventil abgeschlossen haben. Klappt also prima. Nur schade um Emmys. Oh. 21.10. Routinewartung der Wasserpumpen. Nicht, dass das nötig wäre. Die Zentrale hat vielleicht an allem anderen gespart, aber die Dinger werden ewig halten. Und der 22.10. Seoul schmeißt am Dienstag irgendeine Art Presseparty. Also müssen alle am Montag Überstunden machen, damit alles anständig aussieht. Hab ihnen gesagt, dass ich den Tag brauche, um die Geschütze umzuprogrammieren, damit sie nicht die Gäste erschießen. Dafür brauche ich 10 Minuten. Den Rest des Tages kann ich mit etwas Produktivem verbringen. Der roten Gefahr? Und Turmsteuerung. Standardisierte Turmsteuerungs-Firmware. Verbundene Einheiten 10. Admin, Geschützturmverteidigungssystem. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Bitte wählen. Super, deaktivieren. Über Verteidigungssystem, Systemdiagnose. Verteidigungssystem. Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf Deaktivierung der mit diesem Terminal verbundenen Geschütztürme beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie und bewirkt eine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Hersteller im Falle von Verletzung und oder Tod von Nutzern oder Passanten. Mhm. Systemdiagnose. Bitte wählen Sie. Offline-Fehler, offline. Online, alles sauber. Aha, okay. Na dann, deaktivieren. Bitteschön. Bitte warten. Abschaltung läuft. Ist fertig. Das war's. Okay. Passt. So, einen Wecker, einen Ordner, einen Aschenbecher. Experte, ja. Wow, Herrschaftszeiten. So. Irgendwie hätte ich das nicht, ob da was tropfen wird.
Und ich habe keine Ahnung, was Piper macht. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ja, leider. Was haben wir da? Pickett Francis. Ja. Jawohl. Du hast eine Ausgabe von Pickett Francis gefunden. Du kannst jetzt ver... Was? Veranda-Möbeln im Siedlungswerkstätten bauen. Was? Echt? Na wirklich, wa? Hey, das ist ja schön. Veranda-Möbeln. Boah, wie cool. Ach, ich freue mich. Ja, servus, wo kommst denn du jetzt her? Ach, ich freue mich, wie schön. Veranda-Möbeln. So. Wie schaut's da unten aus? Scharf geschossen wird nicht mehr. Eine Falle ist hier scheinbar auch nicht. Abgenutztes Klemmbrett, schmutziger Oschenbecher. Zahnrad. Ja. Ja? Warum? Schlosserhammer. Kühlmittelverschluss. Verbindungsstange. Und da sind wir da schon fertig da. Aha. Greif einfach zu. Ja, mache ich auch. Leere Farbdose. Flasche mit Frostschutzmittel. Was ist da? Malpinsel. Leere Farbdose. Metalleimer. Mikroskop. Ah, okay, die Maschine da, die ist am Randalieren. Vom Lärm her. So. Was ist da? Löcher. Da geht's auch weiter. Aha, da müsste man das Ganze erstmal mit Strom oder so versorgen. Dann gehen wir halt wieder. Das war wahrscheinlich noch zu früh, das Ganze. Hm, kann man ja vorher nicht wissen. Das heißt, oh, da drüben geht's auch noch lang. Oh. Nein, so vielleicht. Ja! Das wär's. Schön. Keine Falle? Noch nicht. Gut. Also. Becherglasständer, Terpentin, Schrottpatronen, andere Patronen, Laborstation. Können wir da Fußangel bauen? Bluterspritze. Fügt dem Ziel über 10 Sekunden 30 Schadenspunkte zu. Ach so. Mhm. Okay. Transfer und so, ja. Wenn es sein muss, können wir da noch was reinstecken. So, ein Pümpel. Ansonsten, da sitzt sie mal und trinkt wieder was. Ist da nix. Da haben wir unser Graffel. Eine Coca-Cola-Flasche, zwei sogar. Piper, bist du fertig? Das ist schön, dann können wir weitergehen. Nun, dieser Ort ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, ne? War ich da schon? Geschäftsführer. Betriebsbudget. An leitendes Personal von Betriebsbudget. Bericht, also Titel, also Überschrift, ne? Nicht von, sondern Überschrift. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Masse. Ach Gott, das kann. Ja. Ich tue mich echt manchmal schwer, ne? Mit manchen Wörtern. Massachusetts wahrscheinlich, ne? Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer
für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hiermit Western-Betriebsleiter Mr. Sol Aronson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparung bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben werden. Okay. Okidoki, was haben wir da noch? Ist da noch irgendwie was da? Brille mit schwarzem Gestell und ein Aschenbecher sowie ein Ordner und Verbandsschere. U-Bahn-Marke. Eine Eierschachtel. Also ein Karton halt. Da waren wir schon. Was haben wir hier noch? Liegt hier noch irgendwas rum, was wir brauchen könnten? Nein. Dann gehen wir hier runter, ne? Na super. Lass das Wasser aus dem Dings und so, ne? Raus. Aktivieren Knopf, geht irgendwie nicht. Eine Dose haben wir noch da. Aha. Ne? Was haben wir da oben noch? Klebeband, Schere und Zahnpasta. Hochwasserschutzstation. Benutze. Willkommen bei Western Waterlink. Hochwasserschutzstation Nummer 1. Aktive Alarme. Alarm. Es wurde Hochwasser in der Hauptkammer festgestellt. Schotttüren wurden verriegelt, um Schäden an der Anlage zu minimieren. Alarm. Keine Verbindung zu den Notfallhochwasserschutzpumpen möglich. Unter Umständen ist eine manuelle Bedienung erforderlich. Großartig. Alarm. Die Hauptpumpe läuft aufgrund von Hochwasser mit verringerter Kapazität. Systemdiagnose. Anlagenstatus. Hauptenergie aus. Sekundärenergie 27%. Sicherheitssystem deaktiviert. Pumpenstatus. Hauptpumpe normal 79% Kapazität. Hochwasserschutzpumpen aktiv 0 von 4. Fehler. Huch, das war einmal zu viel, glaube ich. So. Bla bla bla. Betriebshinweise. Industrielles Hochwasserschutzsystem. Mark. Das war 6, genau. Mark 6. Betriebshinweise. Diese Anlage wurde mit 4 Notfallhochwasserschutzpumpen Mark 6 ausgestattet. Diese vollautomatische Wasserabpumpvorrichtung sollte Ihre Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Schaut nicht so aus. Im unwahrscheinlichen Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark 6 Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt wurden, zu einem Ausfall kommen. Verwenden Sie die automatisierte Software auf diesem Terminal oder betätigen Sie den Pumpsteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe. Falls Sie die Pumpe neu starten müssen. Hierdurch wird ein zweiter Motor aktiviert, der die Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebszustand der Pumpe wiederherstellt. Das hört sich einfach an. Da ist sicher wieder irgendein Haken, aber wahrscheinlich irgendein grausliches Viech oder mehrere Viecher, die wir dann plätten dürfen. Betrieb der Hochwasserschutzpumpe. Auf Hochwasserschutzpumpe 1 zugegriffen, Fehler 109, Verbindung nicht möglich. Wenden Sie sich für die Reparatur bitte an einen Techniker. Benutzen Sie bei einem Notfall den Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe, um einen manuellen Neustart durchzuführen. Jawohl. Dann pumpen wir mal, was das Zeug hält, ne? Deckel schließen. Warum? Ah, den da. Und Pumpsteuerungsschalter aktivieren. Hoffentlich war das eine gute Idee. Wie das ausschaut. Ich wusste es, dass Käfer da sind. Da.
Ach, ich weiß, das sind keine Käfer, das sind Krabben. Entschuldigung. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das war ja so klar, oder? Dann rufen wir mal das Beste, ne? Dann auf die Beine schießen, hat's geheißen. Wow. Jawohl. Hey. Hm? Nein. Was war das? Da bist du ja. Ich kratze es mir im Hals. Na, bist du jetzt bald mal am Sterben? Ich ziehe auf deine blöden Beine. Warum? Jawohl. Warum spüre ich mein Bein nicht mehr? Weil die so schier spucken können. Sind da noch mehr von diesen Kackviechern? 100 pro irgendwo, ne? Also bei diesen Panzerviechern, ja, da habt ihr mir auch einen ganz lieben Tipp gegeben. Vielen Dank an der Stelle auch. Nicht auf den Panzer schießen, sondern auf die Füßchen. Ja. Ich kann das. Hoffentlich. Irgendwann mal. Pippa, kommst du mit? Boah, ne? Das ist halt auch alles nicht sonderlich klasse hier. Viecher. Boah, wie viele Türen gibt's denn da, ne? Fangen wir halt mal mit der an. Okay. Keine Falle. Wir sind auch versteckt. Und leise. Im Normalfall. Hier hat sich nichts versteckt. Außer hier ein Bergbauhelm. Der hat sich ganz lange hier schon versteckt. Ein paar Werkzeugschichteln und eine Aluminiumkiste. Wie schaut es da aus? Schaut eigentlich gut aus. Ah, da sind wir. Da sind wir, Piper. Alles klar, das ist quasi unser Rückweg. Na, großartig. Dann gehen wir da wieder raus. Und gehen darüber. Und hoffen, dass wir nicht allzu große Viecher haben, die auf uns warten. Entdeckt. Bitte von wem denn? Ist hier irgendwas? Wenn, dann ist es ganz nass und unbrauchbar wahrscheinlich. Oh, wer ist denn hier gestorben? Vorschlaghammer. Nein, der Vorschlaghammer ist hier nicht gestorben. Die Lötlampe. Lampe. Lötlampe. Mit L und P. Wer an solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Ja, ich weiß. Verbessert. Schau mal, schau mal. Aha. Nein, ah nein, ist abgebrochen. Verflixt. Ja, jawohl. Cool. Ne, das ist cool. Du sagst es. Eine Falle, ich bin immer so unvorsichtig. Ne? Wenn da eine Falle ist, weißt du was, ich tue wieder mal speichern. So. Weil wir doch schon wieder weit gekommen sind. Steambag. Was haben wir da hinten? Metalleimer, ein Metalleimerlein. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Jo. Kombi-Schraubenschlüssel. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nope. Aber da. Haarklammer. Jawohl. Neue Haarklammern. Da ist nichts. So, was haben wir hier noch? Nicht wirklich was, ne? Nein. Na, großartig. Viel was nicht, aber was soll's. Ein Mob, den nehmen wir glatt mit. Bevor er hier ganz einsam dahin versauern muss. Aber sonst, nein, ich kann mich umschauen, wie ich lustig bin. Da gibt's sonst nichts. Dann gehen wir einfach weiter. Da ist noch ein Eimer. Dann müssen wir hier rein. Hilf bei der Verteidigung von Oberlandstation. Na, nicht dein Ernst.
Schlosshammer, Blechdose. Verstellbare so und so, Bürotisch, Ventilator. Ich bin da jetzt aber gerade mitten in einem Dungeon. Und da ich gerade mitten in einem Dungeon bin, ist das gerade ein bisschen kackibon, dass wir da jetzt weg sollen, Dungeon. So, da müssen wir rein. Irgendwie. Da. Gottes Willen. Pippa, du bist schon wieder da voll im Weg. Diese Begleiter, ne? Da. Perfekt. Na, so wollte ich das nicht. Nachladen wollte ich. So, ja. Ist noch so ein Kackviech da? Momentan nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Du sagst es. Dann würde ich sagen, wie gehen wir es an, ne? Also, aktivieren. Großartig. Böp. 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 Ist überhaupt nicht unheimlich oder so, nein. Alles gut. Dann gehen wir hier weiter, würde ich meinen. Was bist du? Viech. Ich hör's. Viech. Da drüben ist eins. Ich seh dich. Du hast dich da echt wacker geschlagen. Getrieft. Drüben hey, ist noch so ein Sauviech. Es gibt Ärger. Aha, da runter müssen wir. Und wie komme ich jetzt? Käfer? Das war jetzt voll daneben. Kackviech? Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Na, mit Sicherheit nicht. Es lebt ja noch. Wo ist denn jetzt hin? Blöder blöder. Nicht Käfer, sondern Krabbe. Ich will da nicht ins Wasser springen, ehrlich gesagt. Da wieder ganz rundherum, ne? Tap tap da tap tap da. Den können wir schon mal looten. Und wo ist das Arschlochviech? Ich hör's krabbeln. Da unten ist er. Ist die Piper gerade runter? Ich glaube, ich spinne. Die alte ist mir nicht mehr. Bah, die alte ist mir nicht mehr wurscht. Wow. Sieht nicht freundlich aus. Na, wir können das der nicht. Wah, 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 wah. Wuhu. Dass mir die Füße auf die Füße schießen, ist echt cool. Klappt wirklich gut. Haben wir jetzt mal Ruhe da? Der da oben ist hin, ne? Boah, ey. Wow, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ah, wir schleichen uns da mal noch ein Stückchen dahin. Ich glaube, da höre ich schon wieder so ein Saufiech. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part, hui, machen wir hier frisch, fröhlich weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!